So, hallo zusammen und willkommen bei Totgehört TV. Ich bin der Adrian und ja, es ist mal wieder eine Zeit zu einem Heimgeh-Video. Momentan ist es ja noch relativ, naja, hell genug um die Uhrzeit, wo ich nach Hause gehe von der Arbeit, um das mal wieder zu machen. Bisher war es immer stockfinster. Und ja, da ich am Wochenende ja in Heidelberg war, auf dem Heidelberg Deathfest, da kommt ja noch ein großes Video zu, werde ich mich jetzt heute mal wieder so ein bisschen rational, also ein bisschen hemdsärmlich zeigen und das Ganze mal so ein bisschen hier schnell runterrappen. Denn ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ja, Festivals, heute ist das Thema Festivals, muss man eigentlich überhaupt noch in einem Zelt schlafen? Jetzt mal ehrlich, also ich habe jetzt, das ist vielleicht ein Thema, das ist eher für Leute, die ja vielleicht schon so ein bisschen, naja, über 30 sind oder über 25 und nicht mehr so ganz die Begeisterung eines Teenagers oder Anfang 20ers haben. Es geht einfach darum, ich habe gemerkt, so, wir waren auch im Hotel natürlich, bei einem Hallenfestival. Es ist so viel angenehmer, bei einem Festival in einem richtigen Bett zu schlafen und auch sich duschen zu können, auf einem eigenen Klo und zu sein und so. Also richtig, auch einen eigenen Private Space zu haben. Das ist schon sehr, sehr geil. Und ja, ich merke auch schon wieder so, ja, so Festivals, wo ich wirklich von Mittwoch bis Sonntag bin. Es wird immer anstrengender da, sich da ins Zelt zu quälen. Wenn ich zum Beispiel so dran denke, ich war ja auch schon in längeren Festivals oder so 3-4 Tagesfestivals auch schon im Hotel. Denkst du an Kopenhagen oder also Kiltown, wo ich mal war. Oder auch in Irland auf dem, oh Gott, keine Ahnung, Invictus Records hat er da was gemacht. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geheißen hat, in Dublin, das Death Metal Festival. Auf jeden Fall, es war ziemlich geil, ist ziemlich geil da in einem richtigen Bett zu schlafen und auch immer mal zwischendurch ins Zimmer zu können, wenn es nicht allzu weit ist. Das ist schon was ganz anderes, als tausend Sachen mitzunehmen, eigentlich an alles denken müssen, vom Kochtopf über einen Bunsenbrenner, über einen Stuhl und alles, also die wirklich elementarsten Dinge mitnehmen zu müssen. Es ist da schon ziemlich geil, wenn man da einfach sagen kann, cool, ich komme in ein Hotel, da sind Handtücher, Bettlaken, alles ist da, ich muss mich um nichts kümmern. Ja, es wirkt sich auch so ein bisschen aus, wenn ich gerade so dran denke. In den letzten Jahren wurden Festivals auch oft so ein bisschen dadurch getrübt, dass die Übernachtungssituation nicht allzu geil war. Also jetzt zum Beispiel gerade ja, Partisans die letzten Jahre, entweder war es viel zu heiß im Zelt oder es war viel zu nass oder viel zu kalt. Die ganze Zeit war irgendwas und ja, ich war dann echt froh, wieder daheim zu sein. Jetzt bei Festivals, wo ich dann auch eher so im Hotel bin und richtig übernachten kann, oh, ist auch irgendwie die Energie am Tag größer, man hat mehr Bock. Ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es geht einem einfach allgemein besser. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht. Ja, es wird ja oft so gesagt, so, ja, das ist ja jetzt kein Metal, das ist ja total hier Opa, das ist ja Glamping schon fast. Obwohl es ja kein Glamping ist, Glamping ist ja noch was anderes. Aber ich muss sagen, das sollte man eigentlich ein bisschen, ja, also ab einem gewissen Alter ist es eigentlich auch gar keine Schande, das zu tun. Und es ist eigentlich auch, macht es wirklich so viel angenehmer. Auf der anderen Seite geht natürlich einem auch das ganze Zeltplatz-Feeling verloren. Man hat jetzt nicht mehr so das, boah, bis 2 Uhr nachts am Zelt sitzen und mit Fremden labern. Das geht dann halt natürlich ein bisschen verloren. Weil im Hotel kann man dann ja maximal noch mit den eigenen Leuten, mit denen man da ist, rumsitzen und was trinken. Aber naja, ich weiß nicht, irgendwann macht man ja so eine Abwägung. Was vermisst man mehr? Entweder Komfort oder halt diese typische Open-Air-Stimmung. Persönlich habe ich für mich jetzt irgendwie festgestellt, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn der so Open-Air-Faktor verloren geht. Na, ganz ehrlich. Im Hotel ist es dann doch geil ab einem gewissen Alter. Und ja, wenn man es sich dann auch eher leisten kann, ist es einfach auch, macht es einfach auch, naja, macht es auch für viele Leute einfach Sinn. Ich würde jetzt auch keinen verurteilen, der es noch macht. Und der, ich will aber Respekt vor jedem, der sich auch noch mit über 40 oder über 50 aus dem Zelt quält. Total Respekt von meiner Seite. Aber ich merke immer wieder, das ist einfach nicht mehr so leicht zu schaffen. Ihr merkt ja schon jetzt hier, ich laufe hier gerade vom Bahnhof zurück zu meiner Wohnung und ich gehe jetzt schon fast im Stock. Naja. Ja, also ich will das jetzt wie gesagt auch gar nicht zu lang halten, das ist nur so ein kurzes Meinungsvideo. Das ist ja auch mal wieder so ein Ding, da kann ich mal eure Meinung zu abfragen. Wie geht's euch denn so? Seid ihr so jemand, der gerne im Zelt pennt? Freut ihr euch auf diesen Aspekt beim Festival? Es gibt ja auch dieses Festival ohne Bands, wo man gerade ja nur deswegen hinfährt, da spielen ja gar keine Bands, geht's ja nur ums Zelten. Oder
sagt ja auch, nee, umso besser, ich gehe gerne ins Hotel, dann bin ich auch für die ganzen Festivaltouristen verschont, den muss ich mir die nicht auch noch nachts antun. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Mich würde da so interessieren, was eure Meinung zu dem Thema ist, weil ich glaube, es ist doch schon ein ganz interessantes Thema. Übrigens, es gab ja in letzter Zeit ja auch ein paar Videos, wo Leute vorgestellt haben, auf welche Festivals sie fahren. Gorminster hat es ja zum Beispiel gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr mache. Das ist jetzt vielleicht so eine negative Ankündigung. Kann auch sein, dass ich dieses Jahr komplett drauf verzichte, weil hat letztes Jahr eigentlich schon keinen interessiert, wo ich hinfahre. Und da gibt es andere, die machen das so viel besser als ich. Ich möchte da ungern irgendwie, einfach irgendwie noch ein zusätzliches Video raushauen, was eigentlich gar keine Relevanz hat. Ihr sollt ja hier nur relevanten Content sehen. Ja, das negiert zwar das Ganze gerade. Aber wie gesagt, ich versuche nächste Woche, ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche schaffe, vielleicht ist nächste Woche schon alles da, weil wir haben echt viel gefilmt. Wird eine Kooperation Heidelberg Def mit dem Filmelf. Da wird ein richtig geiles, langes Video kommen mit vielen Stimmen und vielen Bands, die wir aufgenommen haben. War auch mega geil, hat super Spaß gemacht, aber Hotel da war auch echt geil. So, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, drückt Like, drückt Abonnieren, drückt die Glocke. Finde ich alles super, macht es. Und wenn es euch nicht gefallen hat, Dislike. Und auch in die Kommentare schreiben, warum es euch nicht gefallen hat. So, ich war Adrian, das war Tot gehört. Zeigt es auch dem Gärtner. Ich bin raus. Macht's gut, schönen Abend. Ciao.